Salü Leute, heute gibt es wieder ein Gericht aus der leichten Sommerküche. Wir machen einen Fenchelsalat mit Äpfeln. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Fenchel, Äpfel, Zwiebeln, gerne rote Zwiebeln als Kontrast, Limette und Zitronensaft, frisch gepresst, Walnüsse, Walnussöl oder ein Haselnussöl, Salz und Pfeffer. Mehr nicht. Das ist ein reiner Rohkostsalat, also schnell gemacht, super lecker, super gesund. Wir starten. Den Fenchel, den haben wir schon mal gründlich gewaschen vorweg. Müssen wir hier die bisschen abschneiden. So, ein bisschen putzen, wo noch was zu putzen ist. Wie gesagt, er ist gründlich gewaschen worden. Und dann geht der komplett über den Hobel. Rohkostsalate leben ja eigentlich davon, dass sie hauchdünn sind, dass sie ganz zart zu essen sind. Und da eignet sich halt ein Hobel besonders gut. So, da haben wir ihn jetzt. Letztes Stück geht dann wieder in die Gemüsebrühe rein. Hauchdünn. So ist das schön, ne? So soll das sein. Apfel. Einfach vierteln und die Mitte raus. Und dann geht er ebenfalls einfach über den Hobel. So, da haben wir den auch über den Hobel. Alles schön auch dünn. Zwiebel, rote als farblicher Kontrast, besonders schön. Geht natürlich auch eine klassisch weiße Zwiebel, auch die. Einfach über den Hobel rüber. Weg den schon mal so ganz kurz durch. Ein bisschen verteilen. Dann Limettensaft. Könnt auch nur Zitrone nehmen. Ne? Das ist so Geschmack. Nur die Limette, finde ich, ist immer so sommerlich frisch. Ne? Das gibt noch mal so eine zusätzliche, besondere Note da rein. Und noch mal den Saft von einer halben Zitrone dazu. Das läuft nach, das machen wir gleich hinterher rein. Dann Meersalz, Pfeffer, Walnüsse. Auch die lassen wir jetzt hier ungeröstet. Ne? Rohkostsalat, alles roh. Kommt noch hier hinein. Und schönes Walnussöl, Haselnussöl oder Olivenöl. Schmeckt alles sehr, sehr gut. Dazu. Unterheben, nicht zu wild mischen. Wir wollen ihn nicht ganz kaputt machen. Und schon können wir ihn servieren. Super schnell gemacht. Super lecker. Ich persönlich esse das besonders gerne zu Schwarzbrot. Da schmeckt das mir besonders gut. So richtig dunklen, kräftigen Vollkornbrot. Aber das ist jedermanns Sache. Als Deko machen wir hier noch ein bisschen Fenchelgrün obendrauf. Das sieht gut aus und schmeckt gut. So. Und ja, fertig ist er. Super einfach, super schnell gemacht, super gesund. In dem Sinne, bon appetit wünsche euch euer Biokoch. Hat euch das Video gefallen, dann lasst doch ein Like da und teilt es mit euren Freunden. Und wer uns noch nicht abonniert hat, abonnieren und Glocke anstellen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.